Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Vlog, aber ein Vlog, weil ich meinen Eltern sagen werde, ich nehme heute einfach ganz normal den Tag auf. Aber dabei werde ich sie später pranken, also gleich pranken. Wie? Werdet ihr sehen, ich habe es am Titel gelesen, aber ich hoffe, das wird so gut. Also ich hoffe, sie glauben mir das. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal ganz normal weiter mit dem Tag von heute. Wir haben es nämlich auch schon 20 vor 1 und wollten essen. Wir hatten eben ein Video für TikTok aufgenommen, wo wir Kuchen selbst gemacht haben. Gibt es den nicht zu sehen? Auf jeden Fall ist gerade noch Pizza im Backofen. Jetzt muss ich, glaube ich, ist fertig, die Pizza im Backofen. Aber mach. Ja. Ich möchte heute einen Vlog. Was machst du denn da? Wie immer, ich verpack was. Oh, das Handy, ne? Ja. Das Handy. Ich musste leider Abschied nehmen von meinem Handy. Oh, es geht wieder zurück. Ich bin total traurig. Nein, okay. Also, ich habe schon echt Hunger. Also, okay. Telefon. Ich glaube, hier sind extrem viele Störgeräusche wieder bei. Kommt ihr mal ans Telefon? Ja. Frau Merkel ist dran. Oh, da Frau Merkel. Lange nichts von ihr gehört. Warte, ich mach mal laut. Ich will nicht die Kids herrufen. Die Kids brauchen wir nicht. Wir jetzt hier alle dabei zu essen. Gut Appetit, gut Appetit. Leckere Pizza. Lecker, 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 lecker. Und schmeckt's? Immer gut. Immer gut. Achso. Was mir einfällt, muss euch noch gleich was sagen. Ja? Okay. Okay. Machen wir nach dem Essen. Was Schlimmes, oder? Du musst uns kurz was sagen. Ja, ja gleich. Ich darf kurz was sagen. Kannst du auch jetzt sagen. Lass mich raten, du ziehst aus. Nein. Chrissy ist schwanger. Mhm. Ich pack die Kamera mal weg. Warte. Irgendwas Schlimmes. Wenn, dann lass es jetzt sofort. Nein, ich kann sowas nicht haben. Wenn eine was ankündigt und dann. Ja, erzähl ich später. Also Leute, nee. Ich muss euch auch was sagen. Ja, Post aus Bottrop gespräch. Wisst ihr was, ich muss euch auch was sagen. Post aus Bottrop, ja. Aber was da drin steht, das. Ach so. Also das ist auch meine Henkers-Mahlzeit hier jetzt gerade. Ja. Also schlimmer kann es gar nicht werden, ne? Ja. Ich will auch was sagen. Was denn? Die Pizza ist lecker. Ja. Sag ich euch jetzt mal gleich dann. Fang an. Sicher? Ja. Mach ich gleich. Und bald musst du erst mal im Hals stecken. Nein. Also. Soll ich die Pizza haben? Nee, danke. Ich kann die nicht alleine. Ich nehme die gleich. Nee, feiern. Du musst was für dein Sixpack tun. Ach ja, genau. Hm. Was? Okay. Dann schieß mal los. Ja? Ja. Also, ihr wisst ja, wir haben nur noch ein paar Wochen Ferien. Ich glaube, wie viel haben wir noch? Zwei? Zwei. Also, was ist heute ein Tag? Montag, Dienstag? Heute ist Dienstag. Dienstag. Nicht mal mehr, ganz zwei Wochen. Mhm. Und das ist doch eigentlich ganz gut so. Ich meine, ich habe jeden Tag was zu tun. Lass mich raten, ich weiß es. Ich wollte das auch sagen. Was? Schmeiße Schule. Ja? Okay, aufhören? Hast du Abschluss? Nee. Hast du schon Realschule gegangen? Ich hab was. Realschule mit 2, was? Vergiss das. Das ist nicht ganz so gut wie bei meinem Abschluss, aber ist auch okay. 2,4, 2,5? Teamschule abbrechen, gehst du jetzt auch dazu, oder was? Nein, ich wollte mal, das war nur so eine Überlegung. Kannst du ja mit Pucki zusammen auf der Parkbank sitzen. Könnt ihr ein bisschen was singen? So eine Mütze auslegen, vielleicht gibt's ihr ein paar Spenden. So rein theoretisch, ich meine, ich habe jeden Tag genug zu tun. Ich meine. Wäre dann auch gut, die und ganze du glaubst, Zeit. Glaubst, kann ich mal frei machen, wenn ich will. Was machst du später, wenn die Tür nicht mehr läuft? Weiß nicht, ich bin irgendwie guck dir mal die anderen Stelle. An. Ja. Guck dir mal die anderen an. Die sind mit 16 große YouTuber und mit 22 sind sie out. Ja, eben. Aber. Auf keinen Fall. Warum? Wie alt warst du nochmal gleich? Solange du hier wohnst und noch keine 18 bist, machst du das, was wir sagen. Was hast du dazu? Mir egal. Verdien Geld. Bring Geld ran. Hauptsache, nein. Ich muss nichts tun. Geld, geiler Sack. Wo drauf soll man sonst geil sein? Ja. Was hast du, Ash? Ich kann doch aufhören eigentlich. Nein. Ich meine, ich habe zwei Abschlüsse. Ich habe sechs schon aufgehört, also. Du kannst mit diesem Durchschnitt kannst du nichts anfangen. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Next. Du kannst aufhören. Kann next. Ja. Next. Du kannst aufhören. Ich habe auch schon aufgehört. Ja, du machst erstmal deine Schule weiter. Warte mal, außerdem hast du irgendwo in Dresden, war das in Dresden? Ja. Ganz viele Ausbildungsberufe. Abgecheckt. Mhm. Und überall wurde gesagt, dass die Nachwuchsprobleme haben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwann YouTube schmeißt, geht kannst du sofort irgendwo einen Ausbildungsberuf kriegen. Weil überall Leute gesucht werden. Mit einem Realschulabschluss von 2, was? Und dann kannst du nachher kannst du den Toiletten abbauen. Aber das ist auf dem Gymnasium der Realschulabschluss. Na und? Machen die was aus? Nee. Schade. Du gehst auf keinen Fall, also du machst da weiter. Ja, die 2 Jahre hin und her, kann man da auch sein lassen, muss man nicht. Was, warum 2 Jahre noch anstrengen? Sehe ich genauso. Also von mir ist Verbot. Von dir nicht. Was soll ich jetzt machen? Ein Jahr noch?
Gar nicht mehr. Dann, was hat man nach einem Jahr? Dann muss man danach dem einen Jahr. Du könntest ja eigentlich dich mal ein bisschen bei YouTube reinknien und jeden Tag 2 Videos hochladen. Alle auf 10 Minuten strecken. Kannst du mehr Werbung schalten? Am besten dann so 10-mal Werbung drin? Ja. Am besten im ersten Teil, also in der ersten Hälfte machst du schon mal die Werbung. Weil danach guckst du so keine mehr. Aber du darfst es deinen Zuschauern nicht sagen, dass du die Schule schmeißt. Mhm. Du musst weiterhin so tun, als wenn du zur Schule gehst. Und später nachher auch den Abschluss faken. Ja, was mit Chrissy? Also wir machen jetzt ja nicht... auf dem Lauf. Ach so. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung hier. Gangster. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hier, ich mach da nicht mehr mit, Schule ist doof, dann könnte das zur Folge haben, dass ganz viele andere Kinder auch sagen zu ihren Eltern, also ich mache jetzt YouTube, Schule mache ich nicht mehr mit, das ist doof. Das hat Max auch gesagt. Das ist doof. Also das wäre dann richtig. Soll ich mal was sagen jetzt? Was? Das ist so ganz sicher, das ist ein Prank. Dass ich die Schule abbrechen will. Darf ich dich hauen? Willst du Wasser in meinen Kopf bekommen? Also meine. Du, ich hab mehr Wasser drin. Meine ich Meinung ist eine ganze Flasche. Ich hab hier nur Magnesium von deinem Vater. Ich hab Pizza, Pizza noch. Die kippst du nicht in Mal. Also, scheinbar hat der Prank ja erst rein funktioniert. Da ist ja noch die Kamera, die versteckt. Naja, ich hab die hingestellt und die ausgemacht. Also, ja, ich hab die Kamera die ganze Zeit schon gesehen. Ja, meine Meinung ist trotzdem meine Meinung. Und meine auch. Nehmen wir die mal kurz wieder. Ich, das ändert nichts. Also, ihr habt anscheinend gemerkt, mein Vater hätte da absolut nichts dagegen. Es ist jetzt egal, ob es ein Prank war oder nicht, oder wie? Nö. Also, ja. Nö. Ja, nö. Und du? Auf keinen Fall. Ja, hättest du sowieso nicht vor. Ich meine, es sind auch nur noch 2 Jahre, die ich zur Schule gehe. Da kann man sich nochmal anstrengen. Ich meine, danach hat man nie wieder Schule. Obwohl, vielleicht, wenn man studieren möchte oder so, dann vielleicht nochmal, aber Schule ist ans Ende. Was willst du denn nicht werden? Keine Ahnung. Das fragen viele, ne? Die Antwort an alle die Fragen ist, ich weiß es nicht. Also. Doch, zum Beispiel dieser Jonas, der studiert das doch auch. Ja, studieren. Studieren ist ja kein Problem. Schauspielerei, Gesang. Aber weil er einen Job bekommt in der Schauspielerei. Der kann ich auch machen. Berlin Tag und Nacht nimmt sich bestimmt. Berlin Tag und Nacht nimmt sich bestimmt, dass ich wandere nach Berlin aus. Also heutzutage muss man ja auch nicht mehr warten, bis man irgendwo ein Jobangebot bekommt, sondern man macht die Videos einfach selbst. Ja, mach ich doch gerade schon. Ja, eben. Also, wo ist das Problem? Werd Schauspieler. Mach deine Videos professioneller. Also mit Schule und Videos gleichzeitig machen ist manchmal ein bisschen schwer, aber gerade so viel. Dann stress dich mal weiterhin mit YouTube und Schule und Freunden. Also nicht zur Schule gehen. Lieber auf mit der Schule. Nein. Aber du darfst das nicht bei YouTube sagen. Aber wir sind gerade bei YouTube. Falls jetzt irgendjemand nachdenkt, abzubrechen, lasst das. Macht einfach die Schule zu Ende, sind eh nur ein paar Jahre, die ihr von eurem Leben habt. Und danach ist es weg und ihr habt Abschluss. Einen vernünftigen. Und anschließend lernt irgendwas Handwerkliches, denn Handwerk hat goldenen Boden. Das ist so ein Sprichwort, ne? Kenn ich nicht. Also, was Kläuschen nicht lernt, lernt Klaus nimmermehr oder so. Also gut, ich würde sagen, das war es jetzt hier von mir und diesem Video. Und scheinbar ist es jetzt, was ich theoretisch sogar aufhören könnte. Nein. Von Mama nicht, von Papa ja, deswegen. Oder praktisch nicht. Ich weiß jetzt mehr, wie die reagieren darauf. Also könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, was würden eure Eltern dazu sagen? Würden die euch den Kopf abreißen? Nee, okay. Ja. Mama, die hat. Es gibt dann eine Trachtprügel. Eine Trachtprügel, achso. Oder wir sagen, könnt ihr hier mit dem Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt es noch 2 weitere Videos. Könnt ihr gerne an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max. Und würde ich hier YouTube verdienen. Oh, tschüss.